Die Raiffeisenbank Luzerner Hinterland ist auf Kurs. Das übereinstimmende Fazit vom Verwaltungsratspräsidenten Lukas Peter und dem Bankleiter Erich Marti anlässlich von der GV in der Festhalle Zwillisau vom Montag am Abend. Zusammengefasst und in wenigen Worten heisst das, einerseits haben wir das letzte Jahr ein gutes, gesundes Wachstum erreichen können und auf der anderen Seite die Kosten haben wir im Griff. Fakten im Überblick. Die Fusion mit Lutheren vom letzten Jahr hat sich bewährt. Zufriedene Kunden, motivierte Mitarbeiter, eine gesunde Bank. Zu verzeichnen ist weiter eine Steigerung der Bilanzsumme, den Ausleihungen, der Kundengelder und dem Depotvolumen im Rahmen der letzten Jahre. In einem zunehmend härteren Umfeld von extrem tiefen Zinsen hat der Betriebsertrag stabil gehalten werden. Und darauf ist der Bankleiter, der Erich Marti, besonders stolz. Trotz der zusätzlichen Aufwendungen für die Fusion sind die Kosten relativ im Vergleich zum Vorjahr nicht gestiegen. Was jetzt auf den ersten Blick so unspektakulär erscheint, ist, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, sicher eine sehr beachtliche Leistung. Wir haben in einem Fusionsjahr, wo es etliche Zusatzarbeit gegeben hat, damit verbunden einige Sonderkosten angefallen sind, unterm Strich gleiche Kosten gehabt wie im Vorjahr. Und das heisst, dass die normalen Kosten, die ordentlichen Kosten, gesunken sind. Das heisst also, wir sind effizienter geworden, wir haben effizienter geschafft. Noch ein Blick in die Zukunft. Die Verzinsung der Anteilscheine von 6% wird wohl sinken. Dafür kann man dann mehrere Anteilscheine zeichnen, von bis zu 10 ist die Rede. Weiter hat es keine Wahlen und damit auch keine Veränderungen im Vorstand und im Verwaltungsrat gegeben. 743 Anwesende sind dann anschliessend in Genuss von einem feinen Nachtessen gekommen mit Vorspeis, Hauptgang und Dessert. Für viele im wahrsten Sinn des Wortes guten Grund, Mitglied zu werden bei der Raiffeisenbank Luzerner Hinterland. Aber jetzt alles schön der Reihe nach. Es begrüßt der Verwaltungsratspräsident, der Lukas Peter. Ich freue mich, Sie, liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter, heute Abend hier in Willisau recht herzlich willkommen zu heißen. Und es freut uns ganz speziell, dass auch im vergangenen Jahr wieder über 200 Neumitglieder unserer Bank beigetreten sind. Letztes Jahr an der Generalversammlung haben wir den Zusammenschluss von den beiden Banken, einerseits der Raiffeisenbank Willisau-Gärtner Aufhausen, auf der anderen Seite von der Raiffeisenbank Lauteren, beschlossen. Über die vielen Vorteile, aber auch Gefahren von einem Zusammengehen haben wir euch informiert und haben ausführlich darüber gesprochen. Zu dieser Fusion zur neuen Raiffeisenbank Luzerner Hinterland haben beide Versammlungen ganz deutlich Ja gesagt. Der Entscheid ist richtig, denn heute, ein Jahr später, dürfen wir aus Überzeugung sagen, dass der Zusammenschluss für alle Beteiligten positiv und erfolgreich verlaufen ist. Sie als Kunden profitieren in allen vier Geschäftsstellen von unserem kompletten Angebot für alle Bankgeschäfte und werden kompetent bedient. Wir sind die Bank vor Ort, die am nächsten bei unseren Kunden ist. Der ganze Verwaltungsrat lebt in der neuen Kultur von unserer Bank Luzerner Hinterland und zieht am gleichen Strick. Über die operative Umsetzung von diesem Zusammenschluss wird uns nachher der Vorsitzende der Bankleitung, der Erich Marti, in seinem Bericht mehr dazu sagen. Haben Sie gewusst, dass Raiffeisen die drittgrößte Bankengruppe der Schweiz ist und dass jede vierte Person der Schweiz Raiffeisen-Mitglied ist? Wir sind die grösste Inlandbank der Schweiz und doch hat jede von diesen 300 Banken etwas ganz Individuelles und Einzigartiges. Eben, so wie wir eben auch sind hier im Luzerner Hinterland. Das ist das, was Raiffeisen ausmacht. Jede Raiffeisenbank ist ein eigenständiges KMU, aber gemeinsam sind wir eine starke Bankengruppe. Und
und jetzt komme ich zu unserer Bank. Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter, unsere Raiffeisenbank Luzerner Hinterland ist sehr gut unterwegs. Das bestätigen natürlich auch die Zahlen von unserer Bank, die Ihnen nachher unser Vorsitzender der Bankleiter näher bringen wird. Eins kann ich aber vorwegnehmen. Trotz der angefallenen Fusionskosten hat der Bruttogewinn auf einem sehr hohen Vorjahreswert gehalten werden. Es sind Zahlen, die sehr gut messbar sind. Es sind aber die Menschen, die zum einen Teil unser Team, unsere Mitarbeitenden, die einen Top-Job machen, auf den anderen Teil sie als Kundinnen und Kunden, die die Leistungen auch in Anspruch nehmen, sind für das tolle Ergebnis verantwortlich. Sie sehen hier die vier Bankstellen, die alle zusammen ihren Teil zum Ergebnis beigesteuert haben. Die Zahl von der Genossenschafterinnen und Genossenschafter ist knapp unter 7'000. Es ist ja so, dass man im vergangenen Jahr Bereinigung gemacht hat von Mitgliedern, und zwar die Mitglieder, die bei beiden Banken Mitglied waren. Total sind 303 Austritte zu verzeichnen gewesen. 206 neue Genossenschafterinnen und Genossenschafter sind im letzten Jahr aber wieder zu uns gestossen. Somit ist die Zahl per Ende letztes Jahr 6'995. Unsere Bank hat eine sehr gute Eigenkapitalquote. Wir haben das Eigenkapital nicht etwa in diesem Mausack drin. Nein, sicher nicht. Es ist aber so, dass die FINMA, die Finanzmarktaufsicht, eine gewisse Limite vom Eigenkapital verlangen. Die tun wir aber wesentlich überschreiten. Ihre Anteilscheine gehören auch zum Eigenkapital. Heute kann jeder Genossenschafter von unserer Bank einen Anteilschein besitzen. Es kann durchaus sein, dass wir an einer von der nächsten Versammlung eventuell über eine Mehrfachzeichnung diskutieren können. Was aber sicher ein Thema wird sein, ist die Verzeisung der Anteilscheine. Der heutige Zeissatz von 6% ist sicher wesentlich zu hoch. Es gibt verschiedene Gründe, den Satz zu reduzieren. Doch in diesem Jahr werden wir unter dem Traktandum Beschlussfassung aber noch die bestehende Verzeisung von 6% beantragen. Können wir unsere Zentralschweiz? Gerade wir aus dem Luzerner Hinterland können dieses Jahr von unserer Mitgliederaktion sehr gut profitieren. Wir haben einen sehr kurzen Anfahrtsweg und für unsere Familie gibt es zum Beispiel ganz verschiedene Möglichkeiten, hier zu profitieren. Vielleicht kann man sogar mehrmals davon profitieren. Neben dem Mitgliederangebot können Sie aber auch noch auf eine ganz andere Art profitieren. Als Mitglied von unserer Bank profitieren Sie auch vom exklusiven Member Plus Angebot. Wie zum Beispiel Konzerte und Events. Jährlich werden über 1'000 Konzerte und Events mit bis zu 50% Rabatt abgeben. Auch Fußball, an den Sonntagsspielen von der Fußball Super League können Sie zum halben Preis zuschauen. Auch Skitageskarten können Sie zum halben Preis kaufen. Dass Sie über 470 Museen können gratis besuchen können, das wissen Sie sicher schon bald. Alle die exklusiven Mitgliedervorteile finden Sie auf dem Internet unter www.raiffeisen.ch/member-plus. Ich bedanke mich für eure Treue und das grosse Vertrauen, wo Sie uns im letzten Jahr geschenkt haben. Wir tun alles, um Ihnen den Weg auch 2015 frei zu machen. Danke für die Aufmerksamkeit, euer Präsident. Danke vielmals. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil von dieser Jahresrechnung, und zwar die Jahresrechnung tut Ihnen präsentieren der Erich Marti, unser Vorsitzender der Bankleitung. Erich, du hast das Wort. Geschätzter Präsident,
Sehr verehrte anwesende Genossenschafterinnen und Genossenschafter, sehr verehrte Gäste. Der Zusammenschluss ist ein Gewinn für uns alle. Das ist die Hauptbotschaft, die ich Ihnen vermitteln möchte mit diesem Bericht heute oben von mir. Das Geschäftsjahr 2014 war für unsere Bank ein erfolgreiches Jahr. Die Raiffeisenbank Luzerner Hinterland hat nicht nur sich sehr gut behauptet, sondern wir haben auch ein stattliches Wachstum hingelegt. Ein Wachstum in einem hart umkämpften Markt mit starken Mitbewerbern, das haben wir erreicht, dank unserer kerngesunden Verfassung. Bevor ich jetzt auf die konkreten Zahlen zu sprechen komme, schaue ich zuerst ein bisschen zurück und Ihnen sagen, auf was haben wir uns besonders konzentriert im 2014, was sind unsere Ziele gewesen? Ganz klar, im Zentrum 2004 war die Umsetzung des beschlossenen Zusammenschlusses. Es ging darum, das EDV-System zusammenzuführen, selbstverständlich die Datenqualität sehr hoch zu behalten. Das ist das eine, das kleinere. Viel grösser ist die Herausforderung, zu einem Unternehmen zusammenzuwachsen und dabei immer Ziel vor den Augen zu haben, zufriedene Kunden, motivierte Mitarbeitende und die Rentabilität und das Wachstum so zu erreichen, dass wir auch in 100 Jahren noch eine kerngesunde Bank sind. Ich darf mit grossem Stolz jetzt feststellen, dass wir bei diesen Zielen sehr gut unterwegs sind. Der Zusammenschluss, da haben unsere Kundinnen und Kunden sie sehr gut gedreht und sehr gut aufgenommen. Die umfassende Information im Vorfeld von diesem Zusammenschluss ist sicher richtig und sicher auch wichtig gewesen. Die positive Zusammenarbeit innerhalb des Personals hat dann sehr schnell angefangen, auch wenn es phasenweise sehr viel extra Arbeit gegeben hat, haben wir immer gemeinsam an einem Strick gezogen. Wir waren nicht immer ganz einer Meinung, das ist nicht immer ganz einfach, ein Menschchen natürlich, aber darum ist meine Freude heute umso grösser, dass wir so gut unterwegs sind. Wie sich diese Zusammenarbeit auf unser Geschäftsjahr ausgewirkt hat, präsentiere ich euch jetzt. Die Bilanz und Erfolgsrechnung haben Sie alle zusammen mit der Einladung zur heutigen Generalversammlung bekommen. Dort haben Sie die Zahlen im Detail anschauen, studieren, führen Sie bis hinten Sie es lesen. Ich tue nicht darauf verzichten, jetzt jede Zahl zu kommentieren. Ich tue mich ein bisschen auf die wichtigsten Punkte konzentrieren. Bilanzsumme, das sagt etwas über die Grösse der Bank aus. Die haben wir im letzten Jahr können um 24 Millionen Franken steigern. Jetzt sind wir 560 Millionen Franken gross. Und mit dieser Zahl gehören wir so zum vorderen Mittelfeld von einer Raiffeisenbank im Kanton Luzern. Die Auslegen haben im Berichtsjahr 21 Millionen Franken zugenommen auf 504 Millionen. Das sind 4,3% mehr als letztes Jahr. Die immer noch hohe Nachfrage nach Finanzierungen und Hypothekarkredite zeigt, dass wir bei Eigentümern von Wohnen und Häusern sehr bevorzugte Finanzpartner sind. Das Ergebnis das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass jeder Kunde in einer strengen Bonitätsprüfung unterzogen wird. Jeder Kredit wird gerönt und genau angeschaut aufs Risiko. Und an dieser Stelle sage ich Ihnen, wir haben ein ausgezeichnetes Portfolio von Kredit. Kundengelder. Die Gelder, die Sie uns anvertrauen, haben im Berichtsjahr 22 Millionen zugenommen. Das sind 5,2%, ebenfalls eine sehr schöne Steigerung. Und das Wachstum, das ist der Beweis für das grosse Vertrauen von Ihnen in unsere Bank und unsere Beratungskompetenz. Es ist bekannt, das Zinsniveau ist sehr, sehr tief. Damit verbunden, die Zinsmargen die sinken permanent. Und das fordert uns heraus, die Abhängigkeit vom Zinsengeschäft weiter zu reduzieren. Wir müssen unsere Erträge diversifizieren, darum wenn wir im Anlagengeschäft weiter wachsen und dort auch unsere Beratungskompetenzen ausbauen. Dass diese Strategie dort Früchte tragen, das zeigt das Wachstum von fast 7% im Depotvolumen. Jetzt komme ich zu der Erfolgsrechnung. Der gesamte Ertrag ist im 2014 etwa auf dem Vorjahresniveau geblieben. Trotz Wachstum, wie ich vorher gesagt habe, ist der Ertrag nicht gestiegen. Das zeigt nichts anderes, dass die Margen gesunken sind.
Auf der anderen Seite die Kosten, die sind auch recht stabil geblieben. Was jetzt auf den ersten Blick so unspektakulär erscheint, ist, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, sicher eine sehr beachtliche Leistung. Wir haben in einem Fusionsjahr, wo es etliche Zusatzarbeit gegeben hat, damit verbunden einige Sonderkosten angefallen sind, unterm Strich gleiche Kosten gehabt wie im Vorjahr. Und das heisst, dass die normalen Kosten, die ordentlichen Kosten, gesunken sind. Das heisst also, wir sind effizienter geworden, wir haben effizienter geschafft. Das Resultat von diesen Entwicklungen, das zeigt sich im stabilen Bruttogewinn. Der ist nur ganz leicht, 0,5% tiefer als im Vorjahr und beträgt 4,1 Millionen Franken. Dann tun wir die Abschreibungen, die Steuern, die Wertberichtigungen, Stellreserven abziehen und dann haben wir den Jahresgewinn, den wir ausweisen können. Der beträgt 382.253 Franken. Zusammengefasst und in wenigen Worten heisst das, einerseits haben wir das letzte Jahr ein gutes, gesundes Wachstum erreichen können und auf der anderen Seite die Kosten haben wir im Griff. Sie sehen, sehr verehrte Damen und Herren, ich tue nicht übertreiben, wenn ich feststelle, dass wir letztes Jahr, im Fusionsjahr notabene, sehr gute Ergebnisse erreicht haben und darauf sind wir ein bisschen stolz. Gut, was ich jetzt gesagt habe, das liegt hinter uns. Jetzt schauen wir ein bisschen nach vorne, was 2015 bringt, was wir uns in diesem Jahr auf die Fahne geschrieben haben. Zum einen ist klar, wir wollen unsere Strukturen, unsere Abläufe, Prozesse festigen, weiter verfeinern. Das ist mit dem Abschluss von einem Fusionsjahr nicht erledigt. Das ist eine Daueraufgabe. Aber wir wollen im 15. auch bei der Auslegung, bei den Kundengeldern und beim Depotvolumen weiter wachsen. Den Anspruch, den haben wir. Wir wollen hier etwas Gutes erreichen, auch im 15. Im Hinblick auf die sinkenden Margen geben wir natürlich auch besonders Augenmerk auf unseren Ausbau der Beratungskompetenzen. Wir werden alles dran setzen, dass wir weiterhin zufriedene Kundinnen und Kunden haben, motivierte Mitarbeitende haben und so weiterhin an unserem Fundament arbeiten, auch in 100 Jahren noch eine kerngesunde Bank zu sein. Damit uns das gelingt, brauchen wir Sie, sehr verehrte Damen und Herren, ohne Sie geht gar nichts. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen, für Ihre Treue zu unserer Bank. Dass wir Erfolg haben, braucht es auch ein gutes Team. Das fängt an mit dem Lernenden im ersten Lehrjahr, geht das gesamte Personal durch, der Bankleitung, Verwaltungsrat bis zur Oberschule zum Verwaltungsratspräsident. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen für die tolle, positive Zusammenarbeit. Wir sind mit grossem Herzblut an der Arbeit und wir setzen uns voll und ganz für eure Bank, für die Bank, für die Raiffeisenbank Luzern Hinterland ein. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Zusammenschluss ist ein Gewinn für uns alle. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend. Ich komme zum Schluss der heutigen Generalversammlung. Ich danke allen zusammen, die im Vorfeld zu unserer Versammlung zum guten Verlauf dieser Generalversammlung etwas beigetragen haben. Ja, und jetzt wünsche ich uns allen einen schönen, ungezwungenen Abend, einen guten Appetit. Ja, und irgendwann ist nach dem Dessert eine gute Heimkehr. Danke vielmals. Damit erkläre ich die Generalversammlung 2015 als geschlossen. Merci vielmals.